Ich bin ja jemand, der Kydex-Scheiden extrem gerne mag. Aber es gibt auch andere Materialien und es gibt jemanden, der Kydex-Scheiden überhaupt nicht mag. Und wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat und warum das hier eine sehr innovative Sache ist, die in Deutschland mit 3D-Druckern gemacht wird und so ist und überhaupt, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin, wie du siehst, heute nicht allein, ich bin beim Dirk von Midgard Messer. Hallo, alle Mann. Und Kydex-Scheiden. Ich bin ein großer Fan davon. Dirk, du nicht so sehr, gell? Nein, nicht wirklich. Ja. Dein Material ist das hier, TPU. Erzähl mal, warum ist TPU besser, deiner Meinung nach, als Kydex? Das ist ganz leicht zu erklären. Also das Erste, was wir haben, ist TPU. Ist ein weiches Material. Wenn du hier ein Messer reinsteckst, verkratzt das Messer nicht. Ne? Bei Kydex-Scheiden hat man das Problem, wenn man mal Dreck drin hat, dass das Messer schnell verkratzt. Okay. Ja? Und das gibt es bei TPU nicht, weil das eben weich ist. Dann hat man den Vorteil, dass man nur das Material braucht, was man wirklich benötigt, um so eine Klinge einzupacken, sage ich jetzt mal. Also dieser Rand hier, den gibt es bei TPU nicht. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt den René Rossmann Bushcraft Beaver, übrigens Midgard Messer solltest du auch einmal nachschauen, die haben auch viele coole Messer. Wenn ich jetzt dieses Messer in eine TPU-Scheide reinpacken will, dann brauche ich diese Ösen hier auf der Seite nicht. Nein, die brauchst du nicht. Das heißt, ich habe nur mehr den Querschnitt des Messers. Du hast nur das hier. Und die Öse für die Schnalle, wo der Gürtel reinläuft, das wird einfach mit angedruckt sozusagen. Das heißt, du brauchst A, nicht so viel Material wie bei deiner Scheide hier. Ne? Mhm. Also das hier außenrum, das gibt es bei uns nicht. Und du brauchst auch keinen Tech-Lock oder irgendeinen anderen Blödsinn, den du hinten praktisch draufschrauben musst. So ziehst den Gürtel direkt durch. Weil der ist direkt da hinten drauf gemacht. Genau, ne? Genau. Das ist jetzt eine Querscheide. Mhm. Ziehst den Gürtel einfach durch. Ja. Und ist das stabil? Das ist super stabil. Ja. Stabiler als Kydex? Es ist gleich stabil, würde ich sagen. Okay. Ne? Also ich habe noch keinen gekannt, der das auseinanderreißt. Ne? Das ist, darf ich? Ja, probier's. Es ist total flexibel. Ja, das ist ein Vorteil, ja. Warum ist der Vorteil, dass es flexibel ist? Wenn du zum Beispiel eine Ersatzscheide mitnehmen willst und die in den Rucksack schmeißt, brauchst du nicht viel, dann ist das angenehmer zum Mitnehmen. Ne? Das Problem bei Kydex, was mich immer gestört hat, ist die Härte vom Material. Und wenn du das am Gürtel hast, ist es unangenehm zum Tragen. Viele unserer Kunden sagen, TPU trägt sich wie Leder. Ja, weil es flexibel ist. Ne? Weil es flexibel ist. Es passt sich schön im Körper an. Und dadurch, dass diese Schlaufe direkt an der Scheide angedruckt ist, hast du den Vorteil, dass das wirklich eng am Körper anliegt. Okay. Und das ist natürlich eine klasse Sache. Ne? Entschuldige, ganz kurz. Das heißt aber auch, wenn ich diese Scheide jetzt quer tragen will, dann druckst du, wir sind da übrigens immer, dahinter sind die ganzen 3D-Drucker, die das ganze Teil hier produzieren, dann kann ich das aber nur quer zur Scheide tragen, zum Gürtel tragen. Genau. Das heißt, genau. Ich bräuchte eine zweite, wenn ich es aufrecht tragen will. Genau. Du sagst vorher, was du haben willst und wir drucken das genauso, wie du es willst. Okay. Und das Geile dabei ist, das muss man auch mal sagen, wenn du die Scheide haben willst und bist Linkshänder, dann sagst du uns das und wir drucken die einfach andersrum. Ist praktisch. Ja, ist praktisch. Das heißt, für uns ändert sich der Aufwand nicht, sondern wir drehen das einfach im Slicer in der Software von dem Drucker um und dann wissen wir, der Kunde ist ein Linkshänder und machen das anders. Der andere Vorteil bei TPU muss man ganz klar sagen, nicht nur, dass die Messerklingen nicht zerkratzen, auch wenn sie poliert sind, was ich super finde, ja, sondern du kannst unfassbar viel Blödsinn in so eine Scheide mit einbauen. Ne? Wir haben hier zum Beispiel unser Schärfesystem, hier haben wir einen Gottschneider, wir haben ein Notsignallicht, hier kommt ein Feuerstarter rein. Dann haben wir hier zum Beispiel unser kleines Handy. Da gibt es eine Scheide, da können wir unser kleines Telefon reinmachen, damit du unterwegs erreichbar bist, aber nicht an WhatsApp oder so ein Blödsinn deine Zeit vergeudest. Ja? Okay. Dann haben wir hier einen GPS-Empfänger. Das ist geil, ja. Da kannst du, wenn du zum Beispiel im Wald umfällst, dir ein Bein brichst und hast ein Handynetz und deine Frau merkt, du kommst am Abend nicht nach Hause, schick dir einfach ein SMS an den GPS-Empfänger, der schickt die Koordinaten zurück und du kannst dann in unserer Handy-App später mal oder aber auch über Google Earth ganz normal, kannst du auf 5 Meter genau den Standort bestimmen und kannst dich dann da retten lassen, theoretisch. Ja. Und das funktioniert, ja. Und das baust du hier in die Scheide ein? Das wird einfach in die Scheide mit eingedruckt. Ja? Also die Scheide wird so gedruckt, dass man das da reinmachen kann. Das heißt, ich kriege das raus auch wieder? Das kann man rausmachen, ja. Also okay. Du kannst hier über ein Loch, hier ist ein Loch, da kannst du hier mit einem spitzen Gegenstand, kannst du die Lampe hier von Nightcore, kannst du einfach rausschieben. Du kannst aber auch hier
den Schärfestab von unten über ein Loch einfach nach oben rausdrücken und könntest zum Beispiel unsere neuen Scheiden, die haben dann einen weißen Stab, fein, und einen grauen für grob. Ja. Ne, das heißt, das ist so Schärfen im Feld für Dummies, ne, würde ich sagen. Die stellen das hier so auf einen Stein, auf eine flache Unterlage und dann kannst du, genau. Halt mal, warte, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Der Winkel ist so gemacht, dass ich das, wenn ich das waagrecht hinstelle, ich genau den richtigen Schleifwinkel... Dann triffst du genau den richtigen Schleifwinkel, wenn du von oben mit dem Messer nachher... Für das passende Messer. Ja, genau. Das ist extra so gemacht, ne? Schon gut. Ja, ist cool, ne? Kaufen auch bei uns viele. Ich glaube, du denkst nach beim Arbeiten. Das finde ich gut. Definitiv. Und wenn man natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen kann, kann man natürlich auch TPU gut für Griffe benutzen. Wie hier haben wir jetzt gerade bei Bölker das Hermod drin. Und da kannst du Griffe in allen Farben hinten auf das Messer aufstecken. Das hat den Vorteil zum Beispiel, wenn du im Wald unterwegs bist und willst keinen schwarzen Griff, fällt das Messer in Laub und du findest es nicht mehr, dann sagst du, okay, ich bin jetzt Jäger, ich bin viel im Wald und ich will das Messer nicht verlieren, kannst du in 1000 Farben, alles was es gibt, kannst du hinten praktisch den Griff in einer anderen Farbe wechseln. Ne? Das bedeutet hier einfach die Schrauben aufmachen, den Griff Reflekt, abziehen vom L und den neuen Den steckst drauf. Du drauf und dann Schrauben wieder drauf und dann ist der Kessel geflickt. Ne? Und da ist eben für das Hermod, weil wir jetzt gerade das Beispiel hatten, dafür haben wir eben jetzt hier diese EDC-Scheide, die natürlich die Leute auch kaufen können und dann wird das einfach hier reingesteckt. Ne? Zack. So. Und das sitzt auch gut. Habt ihr das Ploppen gehört? Ja, ja, total. Ne? Das rastet auch gut ein und es passt auch immer ganz hervorragend. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, die Umweltverträglichkeit von dem Zeug. Wird aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt, ne? Was man bei Kydex nicht wirklich kann. Und wenn du eine Kydex-Scheide in den Wald wirfst, dann ist sie nach 100 Jahren noch nicht vergammelt. Und das, es gibt TPU, das wirfst du im Wald und nach 5 Jahren zersetzt sich das und findest du nichts mehr. Okay. Ja, auch das gibt es. Ne? Und das ist ein ganz klarer Vorteil. Was natürlich auch geht, du kannst halt auch viele Sachen machen farblich. Du kannst zum Beispiel, hier haben wir eine glowende Dark-Scheide, die leuchtet wie verrückt. Ne? Und ich finde es einfach ein super Konzept. Ne? Und wir sind tatsächlich wirklich und wahrhaftig weltweit die einzigen, die TPU für Messerscheiden verwenden. Und ich habe eine Gruppe mit 2700 Followern oder Fans, die bei uns sind. Und bei uns wird so gut wie keine Kydex-Scheide mehr gekauft. Also wenn wir Messer verkaufen, ich kann das an 5 Fingern im Jahr abzählen, dass mal einer sagt, oh scheiße, ich hätte aber lieber eine Kydex-Scheide. Dann sage ich, okay, ne? Wirklich? Ja, das ist tatsächlich so. Was natürlich wirklich genialer Vorteil ist, ist das mit dem Klon der Tag, das ist schon cool. Das ist wirklich cool. Das ist geil, ja. Kann ja. ich das bei großen Messern, das großes auch. Messer, auch machen? Ja. Du hast mir ganz stolz vorher was gesagt. Ja, hier. Das geht natürlich auch für ganz große Messer. Wir haben hier das Tundra XXL. Das ist natürlich ein großer Brecher, verkauft sich gerade in den USA wie verrückt. Ne? Die Tundra-Reihe, da haben wir glaube ich 6 oder 7 Messer, die alle diese Nordic Bowie, so nenne ich das, Form haben. Und da haben wir mal einfach im Feldversuch gesagt, wie groß kann man das eigentlich machen? Und wir können es wirklich so machen, was der Drucker hergibt. Da ist jetzt halt einfach mal Ende, ne? Weil es halt einfach ein riesen Messer ist. Und da kannst du auch Riesenscheiben damit machen. Und wie gesagt, jede Farbe ist machbar und Glow ist natürlich immer ein Highlight dabei. Das ist schon cool. Ja, ist direkt geil. Ja. Also besonders für jemanden, der ein richtiges Survival-Messer haben will, somit in der Natur. Ja. Ich könnte mir auch dein Messer hier ganz gut mit einer TPU-Scheide vorstellen. Für Leute, die sagen, okay, schwarz, Kydex, ich meine, die Kydex-Scheide ist natürlich gut gemacht hier, ist klar, ne? Aber eine TPU-Scheide würde dem Messer auch gut stehen hier. Ne? Echt jetzt? Ja, finde ich schon. Dann könntest du zum Beispiel dann sagen, okay, ich möchte Orange, eine Weiße und du hast halt weniger Platz. Ne? Ja. Du brauchst weniger Platz fürs Messer, weil einfach das ganz schlank wird. Ne? Könntest du mir eine, oder auch alle, die den Bushcraft Beaver schon gekauft haben, auch eine glowende Dark-Scheide anbieten? Könnte man machen. Oder Orange oder Orange, Gelb, ja, Signalgrün, ja. Hier. So diese Farben sind so die Standardfarben, die wir haben. Also hier sowas hier. Ja. Orange, Signalgrün, Signalgelb, Anthrazit, komischerweise auch gern gekauft. Ja. Ne? Und viele Leute kaufen auch diese TPU-Griffe zum Beispiel, auch weil die weich sind. Nicht so hart wie G10, ne? Am ja. Messer. Ja, das stimmt. Also das ist. Ja, ist ja. angenehm, es ist. Ich lege ja fest, wie hart das sein darf. Wenn ich einen Kunde habe zum Beispiel, der sagt, oh, ich will aber einen ganz weichen Griff, dann nehmen wir ein TPU, was ganz weich ist. Okay. Super weich. Und dann, wenn du das anfasst, dann sinkst du hier fast ein. Und dann hast du den Vorteil, wenn du im Wald gehst zum Beispiel mit dem Hermod und tust Batonen und schlägst von oben auf den Klingenrücken,
dann tut das nicht so an den Fingern weh. Genau. Der prellt das ab. Das hast du aber auch schon bei so einer harten TPU-Scheide, weil das Material einfach weich ist und nimmt den Prell ein bisschen aus dem R raus. Das will ich testen. Das kannst du gerne testen. Das will ich testen. Ich gebe dir nachher einen Hermod mit so einem TPU-Griff und dann kannst du mal ein paar Ton, dann kannst du mal richtig knacken lassen. Da wirst du sehen, das ist viel angenehmer wie G10, weil G10 ist ein harter Werkstoff, der gibt 1:1 den Aufprall vom Holz oder was auch immer, gibt er 1:1 an den Griff ab. Yeah. Ja. Und das G10 federt das nicht ab, weil das direkt auf dem Erl ist. Ne? Yeah. Und weil das ein hartes Material ist. Du hast das, jeder kennt das Phänomen. Ja, klar. Nimm mal ein Beil, mach einen Holzgriff drauf, eine Fulltank-Konstruktion und hack in einen Baum rein, dann merkst du sofort, das vibriert hier die halbe Hand. Das hast du bei TPU gar nicht. Ne? Mhm. Ne? Das ist so die nächste Generation wird sein, ein weiches TPU auch auf so Griffe von Messern zu machen. Ne? Die eben nicht als Erl, sondern Full Tank sind, dass du von beiden Seiten eine Griffschale drauf machst. Genau. Das ist so die nächste Generation. Ja. Beim Hermod war es so, dass wir, das Messer war eigentlich ein Auftrag für einen für einen Rettungsdienst. Mhm. Die wollten die Griffe nach Farben wechseln können, damit die sich bei länderübergreifenden Einsätzen anhand von den Grifffarben erkennen. Ach, sowas muss man machen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Und da haben wir das Messer entwickelt. Und das Messer fand der aber Bürger auch toll und die haben uns dann gebeten, das Produkt abzugeben und wir haben es dann Bürger abgegeben und das ist wirklich ein ganz, ganz gutes Messer, was sich auch wahnsinnig viel verkauft. Ja. Und da ist eben dieser Griff von TPU, wird fast immer mitgekauft bei den Messern. Also, ja. Ich werde das auf jeden Fall testen. Unbedingt. Ja, ja, also eigentlich wieder machen. Ja. Also, lass dem Kanal ein Abo da, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Dirk. Ja. Das bedeutet, du meinst das wirklich ernst, wenn du die Wahl hast zwischen einer TPU-Scheide und einer Kydex-Scheide? Ich würde immer TPU nehmen. Immer? Immer. Also wie gesagt, nochmal die Vorteile. Erstens mal ist das Material säurebeständig. Ja? Ja. Das ist ein Punkt. Zweitens ist es umweltverträglicher wie Kydex. B, sieht es meiner Meinung nach, ich meine das, schöner aus, weil man das dem Messer besser anpassen kann. Du kannst ein Logo drauf machen, du kannst mit den Farben spielen, du kannst jedes Muster drauf machen. Du könntest zum Beispiel auf so eine Scheide auch Initialien machen für einen Kunden oder so. Ne? Hier haben wir hier ein richtig fettes Muster drauf. Ne? Ja. Und es sieht halt einfach besser aus. Ne? Aber du hast vorher mit mir geschimpft, aber ganz nett geschimpft. Ja, ja, ja. Und zwar gesagt, typisch Reine, du bist ein richtiger Kydex-Nutzer. Ja, weil man muss sich dran gewöhnen. Man muss sich dran gewöhnen. Der erste Fehler, der immer entsteht, jeder packt eine Kydex-Scheide so an und zieht das Messer voll raus und dann wundert er sich, dass es nicht rausgeht. Ja. Natürlich nicht. Man schiebt die einfach mit dem Daumen runter. So. Ne? Wenn du die zusammendrückst, kriegst du das Messer nicht raus. Ne? Ja. Das ist ganz klar, weil du das Messer mit der Scheide zusammenklemmst und dann hast du keine Chance mehr. Ne? Kann das Messer rausfallen? Nö, ne? Nein, was? Never. Das rastet richtig schön ein. Ja. Die Kunst beim Kydex produzieren ist eigentlich, das fängt schon an beim Programmierer. Der muss hier innen drin, der muss genau verstehen, wo die Haltepunkte sind. Der muss wissen, wie viel Platz er zwischen der Klinge lassen muss und so weiter. Was wir noch vergessen haben, wenn du hier Dreck mit reinkriegst, dadurch, dass innen weich ist, hast du keine Kratzer auf der Klinge, sondern der Dreck geht zu 90% immer in die Scheide auf die andere Seite rein. Okay. Also es zerkratzt definitiv weniger. Ne? Ja. Wir haben das schon Versuche gemacht. Wir haben auch schon Leute gehabt, die auf Lederscheiben gestanden sind. Denen haben wir TPU-Scheiden mitgegeben und haben gesagt, du probier mal. Und die haben dann gesagt, es trägt sich wie Leder. Eben, das ist halt so ein klassisches Phänomen von Kydex einfach. Ne? Das finde ich gut. Und das Beste ist, die Teile werden hier in Deutschland gedruckt. Das auf jeden Fall, ja. Also wir machen nichts im Ausland. Man sieht es hier, wir haben hier eine kleine Printfarm mit jeder Menge Druckern. Und wir schauen natürlich immer, dass wir wiederverwertbare Materialien verwenden, die die Umwelt nicht so schaden. Das ist ihr nennt mich jetzt nicht Öko-Aktivist oder so, aber ich finde das immer schade bei Kydex, dass das Zeug einfach nicht aus wiederverwertbaren Materialien gemacht wird. Dass, wenn du das wegwirfst, ja, es geht halt nicht weg, ne? Ja. Und das hast du halt einfach bei TPU nicht. Ne? Also TPU, da gibt es ganz viele verschiedene Materialien in verschiedenen Härten. Also von ganz weich bis, das ist jetzt so endhart, sag ich mal, ist zwar noch weich, aber das ist so das Härteste, was man kriegen kann, das nehmen wir immer ganz gerne. Mhm. Und es gibt es in allen Farben und es gibt ganz viele Hersteller, die wirklich großen Wert auf Umweltverträglichkeit legen. Ja? Ja. Und das ist eine wirklich eine klasse Geschichte. Ja, das ist die Nightcore-Lampe. Ja. Na, aber speziell, wenn ich es mir aussuchen kann, umweltverträglich oder nicht, dann
und es dieselben und vielleicht sogar bessere Aspekte mit sich bringt, ja, dann wähle ich das umweltfreundlichere. Das ist ganz, ja, klar. Das ist ganz klar. Ja, ja, das ist ganz klar. Im Prinzip ist es das Gleiche. Das Material ist ein Ticken teurer. Ja. Ne? Und, aber wie gesagt, das passt schon. Ne? Na cool. Ja. Und das Angebot steht? Ja, ich mach, wenn du willst, konstruieren wir für deinen Messer mal eine TPU-Scheide, dann sollen doch deine Kunden entscheiden, was sie geiler finden. Schreib einen Kommentar, ob du für deinen Bushcraft Beaver eine TPU-Scheide haben willst, dann schreib mal unten einen Kommentar. Ja, dann sehen wir, ob sich. Aber wir machen es trotzdem, ja. Einfach, das funktioniert auch folgendermaßen. Wir machen das ja nicht nur für den Reini, wir haben das schon für andere Kunden gemacht. Ne? Also es gibt schon durchaus kleine Messerhersteller, die TPU-Scheiden von uns im Programm haben und die auch selber drucken können. Ne? Die kriegen dann von uns die Daten, die Materialien vorgeschrieben, welchen Drucker sie nehmen und die drucken das dann auch. Ne? Das ist schon cool. Also im Ausland haben wir da schon 1, 2. Ja? Und die finden es auch ziemlich cool. Ja? Ne? Und wie gesagt, wir können das machen für dein Messer, wir machen das auch. Wir können quertrageweise ist, glaube ich, ein bisschen groß, oder? Ja, ich würde einfach, wir machen einfach mal die klassische, ja, Tragweise, machen wir ein schickes Muster drauf. Und ein paar schicke Farben und da kann der Reini mal einfach mal testen und uns sagen, wie er das gefunden hat. Ne? Das machen wir, das machen wir definitiv. Ja. Lieber Dirk, ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst zu TPU-Scheiden? Sollst du es probieren? Manche haben Angst davor, oder? Es gibt Leute, die, weil die gesagt haben, ja, aus dem 3D-Drucker ist das qualitativ und hält das auch. Es hält, es ist qualitativ hochwertig und Leute, wenn ihr von uns ein Messer habt mit einer TPU-Scheide, ich garantiere euch, wenn ihr eine Reklamation habt, weil euch ein Riemen abgerissen ist hier, weil ihr zu stark gezogen habt oder sonst was, wir ersetzen gratis. Wir fummeln da nicht lange rum. Ihr sagt uns, was kaputt ist und wir schicken euch einfach einen Ersatz. Da reicht uns ein Bild von der Scheide. Das passiert immer wieder mal, oder was heißt immer wieder? Kann passieren. Es kann passieren. Ich glaube, wir hatten es jetzt einmal, dass jemand sich hier so eine Lasche abgerissen hat und das ist so günstig, dass man das machen kann, dass man einen guten Service auch hinkriegt. Und was natürlich auch ganz klar ist, man darf nie vergessen, TPU ist nicht nur das bessere Material, es ist auch das günstigere Material. Ja. Das haben wir vergessen zu erwähnen, weil wenn wir eine Kydex-Scheide für einen Kunde pressen, so wie die hier, dann muss ich mindestens 45 bis 50 Euro dafür verlangen. Das musst du schleifen, du musst es pressen. Wir haben auch eine Kydex-Presse und alles. Aber wenn der Kunde dann hört, oh, 45 Euro, genau, scheiße, will ich nicht. Und dann kriegt er von uns eine TPU-Scheide, die kostet 24 Euro bei uns im Shop, im Durchschnitt. Ja, je nach Größe, wir haben jetzt auch für unser Valhalla-Messer, da kosten die Scheiden sogar 39, weil das halt einfach relativ groß ist und der Drucker sehr lange braucht, bis so eine Scheide fertig, ja, ist. Und wie gesagt, es ist nicht nur umweltverträglicher und so weiter, es ist auch viel günstiger für, ja, den Endverbraucher. Und da kann man auch mal sagen, ach komm, ich kaufe 2 Scheiden. Wenn ich eine Kydex kaufen würde, könnte ich nur eine, aber für den Preis kann ich auch mal 2 Scheiden kaufen in 2 Farben. Ne? Alles klar. Das ist das Geile. Super. Wunderbar. Ja. Gut, gut. Dann danke ich dir recht herzlich. Ja. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr gern und lass dem Kanal ein Abo da und schreib einen Kommentar und Daumen nach oben und ich gebe dir den Link zum Dirk und zu mir. Und es hat mich gefreut, dein Reini Rossen. Bis dann und ciao, ciao. Ciao, Männers.